Moin, moin und hallihu, ihr Lieben. Hier ist eure Mathilde und der kleine Heinrich. Wie ihr seht, liegt hier schlafend vor mir und mir fällt gerade auf, dass der Lidschatten hat. Warum seht ihr mich heute alleine? Das Problem ist, unser kleines Murkelchen bereitet dem Heinrich heute gerade eine anstrengende Zeit, was das Schlafen angeht. Und sagen wir es mal so, sobald der liebe Heinrich sie wirklich mal zum Schlafen bekommen hat, hat er schon gesagt, da komme ich nicht mehr an den Rechner, ich hau mich heute auf die Couch. Und weil ich gesagt habe, okay, ist, oder weil wir gesagt haben, ist blöd, wenn ihr dann jetzt einen Mittwoch ohne Conan dasteht, habe ich gesagt, okay, dann mache ich eine Folge alleine. Dementsprechend, da ich alleine bin, wird das so ein bisschen eine Versorgungsfolge werden und keine riesengroßen Abenteuer. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß. Ich habe ja immer noch so ein bisschen was in der Hinterhand. Also, was heißt in der Hinterhand? Ich habe noch so ein paar Projekte vor mir, die wir fertig machen wollen. Zum Beispiel auch die Rüstung der namenlosen Legion. Dann steht ja noch ganz hoch auf dem Kurs, dass wir immer noch wieder gehärtetes Leder machen wollen. Und damit fange ich, glaube ich, einfach mal an. Uns fehlt, Überraschung, alchemistische Grundsubstanz. Da gucken wir doch mal gleich, was unsere eine Goldnase bisher alles so recht gekackt hat. Gott sei Dank, wir haben Gott sei Dank immer noch, immerhin, 36 Goldstaub. Aber der Steinvorrat schwindet. Ich glaube, ich nehme hier mal die normalen Goldnasen raus. Steinnasen. Die futtern meiner kleinen, süßen Goldnase sonst einfach nur den ganzen Stein weg. Für diese paar puppligen Dings, wie heißen sie gleich? Kristalle. Davon haben wir sowieso nur. So. Machen wir erstmal ein paar Goldbarren. Oh Gott, ich habe ja noch so viel Fleisch. Ich habe ja noch so viel Fleisch. Das Verdorbene werfe ich erstmal weg. Oh, guckt mal, wir haben ja noch Dämonenblut. Das packen wir selbstverständlich gleich in unseren Feuerschalenkessel. Und guckt mal, wir haben hier alchemistische Grundsubstanz. Geilo. Uns fehlt der Goldstaub. Wer ihn wundert's. Ich bringe jetzt erstmal das Futter nach oben. Wahrscheinlich ist es nicht die klügste Methode, das so rumzumachen. Ich werde auch gleich nochmal ein paar Steinnaseneier auf den Komposthaufen werfen. Ja, dann können da ein bisschen Steinnasen entstehen. Oder mit Glück auch eine Goldnase. Ne? Hallo, Kamel. Gucken, ob das wirklich hier ein... Oh nein, da sind sie nicht drin. Irgendwo hatten wir doch noch... Genau, da sind doch zwei Steinhaseneier. Sehr schön. Oh, ich glaube, diesmal kommt wirklich ein Sandsturm. Und nochmal gucken, wie ich die Steinnasen nenne. Ja, ich weiß, dass ich überlastet bin. Danke für diese Info. Dum, 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 dum. Dann setzen wir schon mal unsere schöne Maske auf. Zack. Fertig. Hallo Heinrich. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. Wo haben wir denn unsere Färbemittel? Nein? Ja. Man muss ja auch so ein bisschen anderes Zeug noch abklicken, ne? Aber jetzt kümmere ich mich erstmal um die Steinnaseneier, weil die brauchen auch einfach am längsten, bis sie fertig sind. Und wir haben hier, glaube ich, gar keinen Sandsturm. Es sieht nur wieder nach Sandsturm aus. Nervig. So. Jetzt bin ich erstmal... Ich bin ja immer noch so schwer. Wieso bin ich immer noch so schwer? Weil ich noch die Steinnasen habe. Oh, daran liegt's. Stellen wir die auch mal vor das Tor. Ich will keine Steinnasen hier drin haben. So, ich ziehe den wieder auf. Oh,
Latsch, Latsch, die Heide blüht. Ich hoffe, ihr habt heute nicht allzu viel vor. Ich latsche hier so ein bisschen durch die Gegend, ne? Aber trotz allem ein gekonnter Hüftschwung hat die Dame drauf. Ja, hallo, Minusch. Oh, falls ihr euch wundert, was das gerade für ein komisches Geräusch war, das süße kleine Miezekätzchen ist gerade am, am Mikrofon lang geschrabbelt. So. So, Jungs, ihr braucht auch noch einen Namen. Inventar, wie nennen wir dich? Wir haben Tick-Tick-Kontrakt, das heißt, du bist Donald. Und du bist Daisy. Eigentlich verhalten. Geh weg. Daisy. So, das ist hier Entenhausen. Steinnasenformation. Dann habe ich ja immer noch Zeug, dass ich hier irgendwie mal ein bisschen ablegen muss. Ach, immer dieses Auslernen. Oh, hallo, Utrid. Immer muss was ausgeleert werden. Nee, 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 nee. Ja, Kristall machen wir nochmal ein bisschen schnuckriges. Oh, hier haben wir auch noch etwas Goldstaub. Und dann können wir hier die Goldbarren rausnehmen und Goldmünzen daraus machen. Oh. Irgendwann kann man es auch nicht mehr sehen. Ich müsste schon Grundsubstanz hier hin. Hat nur 9, was fehlt denn dann? Entweder normales Leder, ne, Öl, Öl! Oh. War man mal ein bisschen nicht online und schon kommt man nicht mehr her mit diesem ganzen Scheiß. Furchtbar, ist das furchtbar. Schwefel kann da auch hin. Kerzen kann ich die bei Heinrich reinwerfen. Ist natürlich voll. Was war das denn gerade? So. Waffenreparatur, Stahlwaren. Ach, was man immer für Scheiße mit sich rumschleppt. Nee, 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 nee. So. Ach, und die Knochen habe ich ja auch noch. Knochen, Knochen, Knochen sind aus irgendeinem Grund bei den Pflanzen. Keine Ahnung wieso. Irgendein Grund wird es schon haben. So, ich wollte mich um Öl kümmern. Das bedeutet, ich gehe jetzt erst einmal kurz zum See und gucke, was wir so an unappetitlichen Fischen und an unappetitlichen Schalentieren da haben. Oh, guck mal, Heinrich hat ein paar blaue Fackeln aufgestellt. Oh, ist das nicht schön? So. Ja, ich nehme auch mal von den anderen ein paar mit. Ja, die schmeißen wir raus. So viel kann ich im Leben nicht essen. Und die machen sowieso kein Dingenskirchen. Heißt doch gleich. Wundsekret. Nimm nur Platz in meiner Falle weg. So. Ach, hier sind auch noch welche. Oh, da. Wundsekret kann man nie genug haben. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei den Fischis aussah, ob das nur der unappetitliche Fisch ist. Aber ich glaube, nur der unappetitliche Fisch hat Öl gemacht. Das heißt, den Rest nehmen wir einfach mal weg. Sollte ich mich irren und auch die anderen Fische geben Öl? Ich habe jetzt schlicht und ergreifend gerade keinen Bock, es auszuprobieren. Dann schreit einmal laut in den Kommentaren auf. Nein, Mathilde, was machst du da? Ich habe auch noch diese eine kaputte Lanze dabei. Ah, hier sind ja ein paar unappetitliche Fische. Das ist ja schon mal gut. Ah, hier sind auch noch welche. Fein, fein, fein. Dann können wir jetzt Öl pressen gehen.
Öl und von Sekret, Öl und von Sekret, la 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 spät. Ja, ich hab einen Schaden, ich weiß. Nein? Ja, da kommt jetzt erstmal Pustelzonen-Secret. Hier ist ganz viel verdorben. Oh, hier ist ja auch noch ein unappetitlicher Fisch. Sehr. Ja, die kriegt ja auch noch. Den Wein lagere ich mal hier. Dann, ich wollte noch eine Kühlkiste bauen für irgendwelche Tiere und so. Heinrich ist ja immer so traurig, dass seine Sachen kaputt gehen. Was brauche ich denn für eine Kühlkiste? Ach, verdammt. Ich hatte ja irgendwann mal... Das ist ja jetzt Banane. Ich habe keine Punkte mehr. Scheiße. Ich habe keine Dingsbums. Wie heißen sie gleich? Ich habe, glaube ich, keine Machtfragmente mehr zum Fressen. Nope. Nicht Heinrich verraten. Oh, da hätte ich sogar noch welche. Oh, die wollen wir noch eintauschen. Aber wir brauchen eine Kühlkiste. Oh. Psst, nicht weiter sagen. Wir tun einfach so, als ob ich es nicht getan hätte. Wer jemand petzt. So, was brauche ich? Trocknen, konservieren. Normale Kühlkiste reicht. Oder? Was haben wir ungefähr welche? Jetzt fresse ich gleich noch ein Fragment. Ja, das sind ja auch die normalen Kühlkisten. Die reichen ja eigentlich. Wir haben ja eigentlich genug. Also, normale Kühlkiste. So, wenn wir ein bisschen mehr Fragmente haben, dann mache ich vielleicht nochmal die bessere. Also, ich brauche gerne Stahlbrachen, isoliertes Holz und schwarzes Eis. Gut, machen wir das mal. Gehärtete Stahlbarren. Hallo? Ich brauche nur 20 von... Ich sagte, ich brauche nur 20. Dann bringen wir während Essig wieder rüber. Wir brauchen zweimal schwarzes Eis. Zweimal schwarzes Eis. Und... etwas isoliertes Holz. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber es war nicht viel. Oh, es war sogar nur zwei. Na gut. So, dann machen wir jetzt mal eine Kühlkiste, damit Heinrich da seine Totenköpfe drin lagern kann. Oh, hier sind ja auch noch Machtfragmente. Ach, schau einer an. Ja, schau einer an. Warum sind denn da Machtfragmente? So. Die Lanze packen wir jetzt erstmal hier an den Reitertisch. So, jetzt stellen wir aber hier Heinrich erstmal eine Kühlkiste für seine Viecher hin. Freut er sich. Dann nehmen wir hier mal diese Kerze weg. Und die Kerze. Kriegt hier Heinrich seine Mitarbeiterkiste. Die benennen wir auch gleich um. Freut er sich. Kühlkiste. Ups, verschrieben. Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Heinrichs. Heinrichs Untotensammlung. Mal gucken, ob er das findet, wenn ich es ihm nicht sage. So. Dann packen wir das hier wieder zu.
zurück. Kerzenstummel packen wir mal dahin. So, was wollte ich noch gucken? Ich wollte... Genau. Ich wollte schauen wegen... Nein, nicht da. Wegen hier... Oh, eine Sekunde hier. Ich rede hier auch wieder schon wirr, ey. Leute, sagt das doch. Mathilde, bleibt doch mal beim Thema. Was hat denn jetzt Chimera Hirn für Werte, sag mal? 176? Und was hat hier unsere Vani-Rüstung? Die Chimeria sind besser. Das Das ist jetzt Pellharnisch gedünst. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Mal wissen, hier jetzt die Chimera-Rüstung. Da. So, die sind 280. Wieso tragen wir nicht die Chimera-Sachen? Die sind viel besser als diese Vanir-Sachen. Jetzt wollte ich aber eigentlich erstmal die lautlose Legion machen. Ich mache jetzt erstmal die lautlose Legion. So, wenn ich dann noch genügend Zeug habe, kann ich ja an den Chimeria-Sachen arbeiten. So, lautlose Legion. Was brauche ich? Ich brauche schwarzes Eis, alchemistische Grundsubstanz und perfektionierte Helmpolsterung. Schwere. Dann fangen wir doch mal mit dem Helm an. Zwei herstellen. Oh, Überraschung. Genau dafür reicht uns gehärtetes Leder. Fuck, ey. Leckt mich doch an, kleinen Popo. Ah ja, das Öl fehlt. So, Ölpresse. Wie weit bist du? 20. Oh, das kann ja noch dauern. Halleluja. Ich habe eigentlich keine Böcke, irgendwo was abbauen zu gehen. Mag ich gerade nicht. Ich habe keine Lust drauf. Verstärktes Leder brauchst du wieder. Davon haben wir doch noch eine ganze Menge irgendwo rumfliegen. Ah, die da. Latsch hin, latsch zurück. Wie? Wir haben nur so wenig verstärktes Leder? Auch wenn das so ist, ich glaube, dann geht Mathilde auf Großwildjagd. Ich meine, 380 ist schon eine ganze Menge, so ist es nicht, aber... Ich habe da noch einen Elfenbeinpfeil. Oh, da brauche ich jetzt auch noch Pfeile hier. Eisenkopf. Die Eisenkopfpfeile wollte ich eigentlich nur verwenden, um Heilpfeile herzustellen. Gibt da Knochenpfeile? Wieso sind da noch Knochen- und Feuersteinpfeile? Kommen aber mal zum Auseinandernehmen. Ich glaube, ich muss mal wieder vernünftige Pfeile herstellen. Wir haben kaum noch vernünftige Pfeile. Ha, schaut euch das an. Die kann man überhaupt nicht auseinandernehmen. Ha, was für ein Witz. So, Eisenkopfpfeile. Nee, ich guck mal in meine Talente. So, ich habe ja ein paar Pfeile gelernt. Und da gucke ich doch einfach mal hier, weil ich finde das so ein bisschen blöd, dass wenn man die herstellt, sieht man nicht, welche Werte die so haben. Das finde ich doof. Spezialisten, nee, das brauchen wir ja nicht. Naja, ich habe Sternmetallbogen gelernt. Ja, klar, Sternmetallpfeile könnte ich selbstverständlich herstellen, gar keine Frage. Ach, der Drachenknochenbogen ist noch etwas besser. Aber, da ist mir Sternmetall zu schade für. Gehärteter Stahlpfeil. Oh, muss ich gehärteten Stahl herstellen?
Das könnte ich eventuell noch machen. Ansonsten wären Rasiermesserpfeile. Wir haben 14. Aber wenn ich Rasiermesserpfeile mache, dann brauche ich auch keine Stahlpfeile lernen. So, dann machen wir doch mal Rasiermesserpfeile. Och, da können wir noch eine ganze Menge von herstellen. Machen wir mal 300. Ah, kommen immer noch raus. Brav. Ah, nee. Das ist ja 10. Dann brauchen wir wieder Stahl. Und dafür bräuchten wir Eisen. Und dann müsste ich doch Eisen sammeln. Ich habe aber keine Lust, Eisen zu sammeln. Sammeln zu gehen. Ich will lieber Action. Ach, hier ist ja auch noch ganz viel Eisen. Guck doch mal. Pack ich da die Hälfte nochmal zum Stahl rüber. Ja, wir müssen demnächst einmal wieder Eisen sammeln. Gott, wenn ich daran denke, wenn ich überlegt hätte... Ah, wir haben hier noch irgendwie um die 800 Eisen. Ja, wir sollten vielleicht demnächst mal wieder Eisen sammeln gehen. So, Teer, machen wir auch nochmal ein bisschen Stahlfeuer. Der haben wir ja jetzt mittlerweile genug. Oder wieder genug. Oh, hier machen wir 500 Stahlfeuer. Blub, 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 blub. Blub, blub. Ich wollte Großwildjagd machen. Ernsthaft, wenn man einmal hier nicht vernünftig nachdenkt. So, ich habe mein Stahlabhäutemesser. Und dann brauche ich noch einen Jagdkumpanen. Halt, ich will nur mal gucken. Alchemistische Grundsubstanz habe ich alles hier rausgeholt. Aber kann ich noch was in Auftrag geben? Das dauert immer so lange. Deswegen mache ich das lieber gleich. Und da brauche ich noch mehr... Ernsthaft, ich weiß jetzt nicht gerade aus dem Kopf, wie lange die Aufnahme schon läuft, aber ich bin hier nur am Hin- und Herrennen. Nur am Hin- und Herrennen. Ich bin noch nicht mal aus der Basis rausgekommen. So viel Scheiße mache ich die ganze Zeit. So, Schlepperella. Du willst mitkommen, du kannst nämlich schleppen. Und du bist noch voll mit schwarzem Eis und oh, dicke Haut. Hm. Egal, komm schon mal mit. Das schwarze Eis lagern wir. Ah, ist ja gut zu wissen. Psst, psst, nicht verraten, das schwarze Eis lagere ich mal hier. Nein. Hier hatte da, glaube ich, der Schwefel hatte irgendwas gefehlt für dieses Sternmetallerz. Ich glaube, das war Schwefel oder sowas. Die dicke Haut nehmen wir, die Stahlbarren und auch das verstärkte Leder nehmen wir. Das verstärkte Leder können wir nämlich direkt hier verarbeiten. Oder auch nicht, weil uns das Öl fehlt. Aber wir können schon mal vielleicht einen Helm für die lautlose Legion machen. Dafür brauchen wir noch schwarzes Eis. Das hatten wir gerade eben. Ja. Es ist nicht leicht. Jetzt will ich die Cimmeria-Helme. So, zwei herstellen. Fein, fein. Dann brauchen wir für die lautlose Legion, nicht lautlose Region, meine Güte. Na, kleine Minusch, jetzt achte nur drauf bitte, wo du lang rennst. So, also Handschuhe der lautlosen Legion. Oh, jetzt nur schlecht, Entschuldigung.
So, da haben wir doch alle. Oberschenkelschutz. Schau an. Einen haben wir schon mal. Das ist doch fein. Schulterplatten. Okay. Das heißt, wir machen einen Oberschenkelschutz und dann brauchen wir noch ein perfektioniertes, schweres Gamaschenfutter. Gamaschenfutter. Auch perfektioniertes Gamaschenfutter. Mittel. Schwer. Und Überraschung, wir haben nicht genügend gehärtet. Das ist leer. Ja, in der Zwischenzeit habe ich definitiv noch nicht genügend Dingsbums Öl hergestellt. So, Schlepperella, komm, wir gehen jetzt Nashörner jagen. Ja, fällt mir gerade ein, was ich noch sagen wollte, wo ich hier an der Taverne vorbeirenne bezüglich Kneipenschlägereien. Da hatte ja der liebe Mickey wieder einen Kommentar zu geschrieben, was es doch für schöne Prügel zu finden gibt. Und ich laufe hier schon wieder kacke. Oder auch nicht. Ich habe tatsächlich schon eine Idee, was das Lustige wäre, aber das... Ich weiß nicht, ich glaube, ich fände das ein bisschen zu albern, wenn man sich mit einem riesengroßen Penis bewaffnen könnte. Aber es wäre schon lustig. Und es würde zu Heinrichs Humor passen, dass er damit dann in eine Kneipenschlägerei geht. Keine Ahnung. Was? Wo will mich jemand angreifen? Ah, du scheiß Skorpion. Du nervst. Noch ein nerviger Skorpion. Leute, ich will Nashörner jagen und keine Skorpione. Genau, Schlepperella, mach mal. Die Gute muss ja auch immer mal wieder trainieren, ne? Ach, ich finde es immer herrlich, wie die Nashörner fliegen. Nichts wie... Ist der gerade nochmal nachgehüpft? Was für ein obskures Nashorn. So, und auch wenn ich weiß, dass ich hier exotische Haut kriege, nein, auf die kommt es mir tatsächlich... exotische Haut. Nashornhaut, das wird alles verarbeitet. Das wird alles verarbeitet. Dankeschön. Das ist aber mal ein Service. Sehr schön. Schlepperella, komm mit. Da hinten ist noch ein Nashorn. Was denn? Wer hat dir erlaubt, mich so weit wegzuschleudern? Nur weil ich dich ein bisschen piekse? Also wirklich, du bist ein ganz schön freches kleines Nashorn. Wieso fliegen die so? Warum? Ich meine, ich find's lustig, aber... Warum?
Wisst ihr das? Sagt es mir, bitte. Warum fliegen... Okay. Ja. Auch interessant. Warum auch immer King Nashorn da oben schwebt. Ah, ich habe jetzt hier natürlich keine Giftpfeile dabei, ich dödel. Das hätte ich jetzt auch King Nashorn vielleicht gemacht. Soll ich es wagen? Ich versuche es einfach mal. Um Schlepperella wäre es schade. Ja, der hat natürlich drei. Das war jetzt dumm. Ich wollte gerade sagen, wenn er nicht hier hochkommt, habe ich kein allzu großes Problem. Ah, upsie. Tüdelü. Schlepperella, komm doch mal bitte hierher. Ich will ja nicht, dass jetzt Schlepperella da von diesem Mega-Nashorn getötet wird. So wollte ich meine Nashornjagd eigentlich nicht beenden. Gut. Okay, war eine dumme Idee. Oh, 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 was ist das denn? Ach, das ist das... Wisst ihr was? Ich hole mir jetzt einfach nochmal die... Schlepperella. Ich hole mir jetzt einfach nochmal meine Giftpfeile. Und dann hole ich mir noch einen Dietrich. Dann kann ich nämlich auf jeden Fall die Truhe aufmachen. Ob ich King Nashorn töte oder nicht. Dann kann ich auch nochmal mein Besserchen hier auffüllen. Das klingt doch nach einem sowas ähnlichem wie einem Plan. Lauf, 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 lauf. Ach, wäre das schön, wenn ich noch ein Dings bekommen könnte. Ich habe keinen Goldstab mehr. Fuck. Nein, ich muss... Oh, ich glaube, ich habe doch auch gar kein schattengewürztes... Goldstaub mehr. Das, ich brauche doch Goldstaub für meine Goldnasen. Ah. Nein, Mathilde. Hast du alles Goldstaub jetzt aufgebraucht? Ich meine, die Goldnase kackt natürlich, aber trotzdem. Mal gucken, vielleicht habe ich ja bei der noch was im Zwinger, aber ich glaube nicht. Nein, habe ich natürlich nicht mehr. Aber... das nehmen wir mal raus. Wo war der hier? Schattengewürzter Goldstaub. Ich glaube, der war ziemlich weit unten. Halt, da war er. 6 herstellen. Wir brauchen mehr von den Schattenblüten. Heinrich? Jetzt hör mir mal zu, Junge. Wir müssen ins Labyrinth. Hier haben wir, glaube ich, auch noch welche. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir die her haben. Die sind nämlich nicht aus dem Labyrinth. Alle aus dem Labyrinth habe ich hier nämlich reingepackt. So, was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte hier erstmal verstärktes Leder machen. So. Das sieht dann ja schon mal ein bisschen besser aus. Und mach Platz. Ich wollte mir... ein paar Schlangenpfeile holen. So, reichen hier. Ich nehme noch mal ein paar mehr mit. Und dann wollte ich noch... Dietrich. Dietrich.
für den Fall, dass ich King Rhino nicht erlegt bekomme. Und ich sollte noch Wasser mitnehmen. Ups. So. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Und jetzt laufe ich den Hähnchen richtigen Weg, nämlich oben lang. Ich weiß ja nicht, ob das klug ist, was ich hier mache, ne? Also ist es wirklich eine kluge Idee, alleine King Rhino anzugreifen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr dämliche Idee. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr jetzt gerade vor eurem Rechner sitzt und nickt und sagt, ja, Mathilde, das ist eine total bescheuerte Idee. Lass den Quatsch. Mach das lieber das nächste Mal, wenn Heinrich dabei ist. Aber jetzt hat Mathilde die Idee und jetzt will Mathilde das machen. Mathilde ist halt nicht immer die Klügste. Und wieso nimmt Mathilde dafür Schlepperella mit? Das ist eine sehr berechtigte Frage, liebe Leute. Warum nimmt Mathilde Schlepperella mit, um wirklich zu kämpfen? Eigentlich hatte sie Schlepperella mitgenommen, weil die viel schleppen kann. Aber ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Ich laufe jetzt nicht mal. Nein. Kein Bock. Kein Bock, nochmal zurückzulaufen. King Rhino, wo bist du? Du warst hier doch irgendwo. Da. So, halt, Schlepperella. Erstmal muss ich mir angucken, wie dein Verhalten eingestellt ist. Taktik. Bleiben und verteidigen. Oh, ich glaube, ich sollte hochgehen. Geh weg. Fuck. Ach, Gott sei Dank, du bist normales Rhino. Du bist nur ein normales Rhino. Dich kann man so erledigen. So, ich wollte ja eigentlich in Ruhe gucken, was Schlepperella hier für Verhalten hat. So, Fernkampf, Nahkampf, bleiben und verteidigen. Aktivität, Bereich, mich bewachen, nichts angreifen. Bewache mich. So, wir klettern jetzt hier erstmal hoch, Schlepperella. Gucken wir erstmal, wie weit wir mit unseren Giftfallen kommen. So, hier sind wir erstmal sicher vor King Rhino. Schlepperella, beweg deinen Arsch hierher. Mädel. Okay, ich kann auch noch eine Stufe höher. Wenn du dann mitkommst. Ja, noch höher. Jetzt wird es aber langsam etwas albern hier, ne? So, jetzt habe ich King Rhino aus dem Blick verloren. Der ist auf der anderen Seite gewesen, ne? Da. Na gut. Ich versuch's jetzt einfach mal. Ich will nicht den Skorpion vergiften. Hast du auf zu laufen? King Rhino, ich schieß dich hier an. Genau, kämpf mit dem Skorpion. Das ist eine sehr gute Idee. Schleppere, Alter! Mädel, bist du des Wahnes? Alter, was macht ihr? Oh Gott! Alter! Schubst sie mich da runter? Schubst die Alte mich da runter? Ich glaube, ich spinne. Schon wieder? Schon wieder? Was ist das für eine Taktik, Mädel? Was ist das für eine Taktik, mich hier runter zu schubsen?
Was ist das hier für ein Geglitsche? Aber ich glaube, das können wir knicken. Ich glaube, wir nehmen uns einfach unseren Dietrich. Lassen jetzt Rino rumschnauben. Das werde ich jetzt nicht auf Gedeih und Gedärb versuchen, aber wir haben ja hier unten trotzdem die schöne Truhe. Und da ich einen Dietrich habe. Balbtors Magnet. Okay. So. Dann gehen wir trotzdem noch ein bisschen Blashörner jagen. So. Nur eben normale, nicht Könige. Ups. Das ist schon wieder geglitscht. Was bilden die sich ein, dass sie einfach glitschen können? Ich habe einfach in die Luft getreten. Oh, ich sehe die immer zu spät, wenn sie fliegen. Ich will so einen Rhino so richtig schön im Flugmodus. So richtig schön, wenn sie weit oben vor dem Himmel hängen. Damit ich ein schönes Thumbnail habe. Aua! Mehr Rhinos, wir sind hier immerhin am Nas von Grat. Nas von Grat. Hallo, hallo. Schön. Oh. Oh, diese Kinderlieder. Furchtbar. Es ist gar nicht so lange her, da hatte ich eine ganz gruselige Erfahrung. Und zwar ist das, wenn man die, was heißt die ganze Zeit, ungefähr eine halbe Stunde lang Kinderlieder hört. Und sich dann denkt, ich mache jetzt mal Rolf Zukowski an, weil das ein bisschen melodischer ist. Das war echt gruselig, dass ich Rolfs Vogelhochzeit so angenehm empfunden habe. Wenn man vorher die ganze Zeit eben nur dieses hat eine Tante aus Marokko und die kommt Hip-Hop. Vor allem, das Geile ist, dass meine... Dass unser Baby, der ist das ja noch relativ egal. Ich könnte der auch, keine Ahnung, sonst was vorsingen. Das ist der doch Sturzpiepe. Die findet es halt schön, wenn ich ihr was vorsinge. Teilt sie nicht unbedingt die Meinung ihres Vaters. Oh, ich gehe jetzt nach Hause. Ich weiß gar nicht, was der dagegen hat, wenn ich sie nicht finde. Ich habe eine wundervolle Singstimme. Also, findet jetzt vielleicht nicht jeder, dass sie wirklich wohltönend ist. Und ich würde auch nie behaupten, dass ich so Sängerin sein könnte. Nee. Aber ich glaube, sie ist vernünftig genug, dass es mir nicht total peinlich sein muss, wenn mich jemand singen hört. Glaube ich. Hoffe ich. Hängt jetzt natürlich auch davon ab, versuche ich vernünftig zu singen oder eben auch nicht. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Und gerade vor Heinrich singe ich halt gerne mal nicht schön. Einfach weil ich weiß, dass es ihn ärgert. So, gucken wir mal, wie weit unser Öl ist. Immerhin, 80 Öl haben wir schon mal fertig. Das ist ja schon mal was. Ich muss doch... fuck. Warum habe ich die Eier da reingepackt? Oh, ich bin so ein Dödel. Oh, und Schlepperella, du bist im Weg. Och, Mädel, geh weg. Jetzt kann ich die noch mal... Oh, jetzt kann ich die noch... Da. Stell dich da hin. Hm.
Mann, ey. Oh, jetzt muss ich noch so lange warten, bis die Eier fertig sind. Oh, nee. Schau an, die sind ja schon so weit. Oh, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die dauern noch. Na gut, gut, dass ich reingeschaut habe, ne? Das hätte sonst echt blöd werden können. So, ich hoffe, dass unser Goldstaubessen auch soweit ist. Gucken wir mal. Nö. Machen wir es einfach so. Kann ich auch mitleben. Ah, hier. Öl können wir da machen. Nee, das Öl brauchten wir ja fürs gehärtete Leder. Moment, hatte der nicht gesagt, er könne 6 machen? Ja, ich bin immer noch am Spielen. Ich wollte aber gleich die Aufnahme beenden. Ihr Lieben, der kleine Heinrich ist gerade reingekommen. Oh, schön, er stellt sich erstmal daneben mich und fängt an zu winken, als ob ihr das sehen könntet. Grüße. Ja, mach das. Weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Also er hat gerade das Babyfon geholt, um zu gucken, ob die Kleine auch wirklich schläft. Er traut sich aber nicht mehr ins Schlafzimmer. So, bevor ich die Kieselnasen da reinpacke. Stein, Eisen, Stein, Kristall. Kieselnase 1. Kieselnase 2. Und Schattenübelster Goldstaub. Die haben ja jetzt angefangen schon zu futtern. Und dann packen wir jetzt auch normale Steine. So, packen wir das alles wieder rein. So. Okay, ihr Lieben. Damit soll es auch heute was gewesen sein. Den kleinen Heinrich habt ihr auch gehört. Ich hoffe, ihr habt mein wirres Hin- und Hergelaufe und Gequatsche genießen können. Schaut doch auch nochmal in die anderen Videos von Heinrich und mir rein. Und ich lege mich jetzt hier auf das schöne große Bettchen. So, Moment. Warte. Entspannen. Entspannen bitte. Auf dem Bauch schlafen. Ich schlafe gerne auf dem Bauch. So. Ich weiß, das ist abartig, aber ich mag das tatsächlich auch so ein bisschen, wenn... Nein. Ich muss hier wieder aufstehen, weil ich liege nicht richtig. So. So. Jetzt aber. Entspannen. Rechte Haar auf der Seite schlafen ist natürlich auch ganz nett, aber nein, ich möchte auf dem Bauch schlafen. So. So. Oh, schön kuschelig. Aber das ist echt gruselig, weil so wie die jetzt hier liegt, liege ich auch manchmal da tatsächlich. Also auch so mit den Armen abgewinkelt und auch so. Also es ist schon ein bisschen faszinierend. Ja, die Katze schleicht wieder um mich rum. Danke für dein Po im Gesicht. Ja, ich hab dich auch lieb, aber ich gehe gleich weg. So, also jetzt ist aber wirklich Schluss, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr dann nächstes Mal auch wieder was von Heinrich und mir hört. Und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ach ja, liken, kommentieren, abonnieren. Und wer noch nicht abonniert wurde, schämt euch. Tschüss.